Moin Moin und ein zärtliches Hallo zu einer weiteren Road to Glory Folge auf meinem Kanal. Ich freue mich wie immer, dass du eingeschaltet hast und ja, würde sagen, wir werfen direkt mal einen Blick auf unser aktuelles RTG-Team. Und ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich habe ordentlich umgebaut, wie ihr sehen könnt. Bis auf De Bruyne, Roberto Carlos und Van Dijk habe ich das Team eigentlich komplett überarbeitet und ich finde, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Ja, fangen wir am besten mal hinten mit dem Torwart an und das ist unser guter alter Freund Ter Stegen. Ja, ich habe ihn vor ein paar Tagen aus diesen Black Friday Upgrade Packs gezogen. Eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ja, ich wollte eigentlich einfach mal eins dieser Packs öffnen, um zu sehen, ob sich diese Packs lohnt und gegebenenfalls dann auch ein Video darüber zu machen. Und ja, ich hatte im ersten Pack sofort den guten alten Marc-André drin. Was soll ich sagen? Leider ohne es vorher aufzunehmen. Ja, habe ihn jetzt auch ein paar Spiele spielen lassen und ja, was soll ich sagen? Bisher mein bester Torhüter. Hat sich auf jeden Fall den Platz in der Startelf ordentlich verdient. Ja, mehr muss ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Machen wir direkt auch weiter mit der Abwehrkette. Die haben wir nämlich auch umgebaut. Wir haben statt dem guten alten Longley den Varane nun in der Startelf und den Walker in Form statt Semedo. Und ich muss sagen, die Abwehrkette ist echt einfach krass. Sollte jeder mal ausprobieren, vor allem die Kombi Van Dijk und Varane. Es ist mega. Also wer die beiden noch nicht zusammen gespielt hat, sollte es auf jeden Fall mal probieren, soweit es von den Coins her möglich ist. Also wer sich die beiden leisten kann, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ja, im Mittelfeld spiele ich nun neben De Bruyne, den, ja, wie alle wissen, richtig overpowerten Sissoko. Und endlich auch die zweite Ikone, die wir uns verdient haben. Und das ist kein geringerer als Pep Guardiola. Ja, Pep Guardiola habe ich oft gehört, dass er richtig gut sein soll. Und da habe ich gedacht, den hole ich mir als zweite Ikone für die Swap-Aufgaben. Und ja, mal schauen, wie er so ist. Kann ich noch nicht so viel zu sagen. Ach so, noch wichtig für euch zu wissen, im Game spiele ich übrigens 4-2-3-1, sodass die Soko und Guardiola beide auf der 8 spielen und die Soko mehr oder weniger als Platzhalter für Kanté. Wenn ich mir den irgendwann mal leisten kann, soll der auf jeden Fall die Soko ersetzen. Machen wir auch direkt weiter mit der Offensive. Da haben wir im linken und rechten Flügel erstmal Martial und Dembélé, erstmal nichts Besonderes. Aber in der Spitze haben wir uns den Ben Yedder in Form gegönnt. Und Leute, Ben Yedder war schon als normale Goldkarte echt overpowered. Aber Ben Yedder in Form mit Hunter ist einfach anders. Ich schwör's euch. Wenn ihr Ben Yedder als Goldkarte habt, ihn spielt und damit schon zufrieden seid, gönnt euch den in Form. Wenn ihr da noch nicht gespielt habt oder ihn nicht spielt, probiert ihn als Goldkarte unbedingt aus. Und wenn er nicht in euer Team passt, dann bringt ihn als Einwechselmöglichkeit auf die Bank. Weiß ich nicht, bringt ihn in der 60., 70. Minute, wechselt ihr ihn ein im Sturm. Der hat mir auf Deutsch gesagt schon so oft den Arsch gerettet. 5 Sterne Spezialbewegung, 5 Sterne falscher Fuß, sollte eigentlich mittlerweile jeder wissen. Mega. Mehr will ich dazu jetzt auch einfach gar nicht sagen. Das ist das neue Team. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das neue Team findet und ob ihr Verbesserungsvorschläge habt. Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt direkt weiter mit den Weekend League Rewards. Die Division Rivals haben wir noch und noch ein paar andere Packs, die sich über die Woche angewandelt haben. Und ich würde sagen, let's go, Leute. Bitte Van Dijk, bitte Van Dijk, bitte Van Dijk, bitte Van Dijk, bitte Van Dijk. Ja, nehmen wir einfach mal den Kollegen mit, ne? Machen wir mal weiter mit den Packs, als wäre nichts gewesen. 11 Stück an der Zahl, da müsste eigentlich mal was Gutes drin sein. Fangen wir mal vorne an. Los geht's. So, das sieht doch schon mal schlecht aus.
Oh, Delaney. Moin. Leider können wir dich nicht gebrauchen. So, jetzt stoßen wir den Schmutz auch direkt ab, damit wir unseren nicht, damit wir unseren Verein nicht unnötig vollmüllen. Da habe ich nämlich so einen kleinen Tick. Ich hasse es, wenn man so einen richtig unsortierten Verein hat. Ich kann das einfach nicht. Ich muss da bestimmt alle paar Tage oder alle... Holland, ZM, Liver... Okay. Wijnaldum. Eigentlich geil. Das Problem ist, Wijnaldum haben wir schon gezogen und der ist auch untradable. Heißt, wir müssen tatsächlich unseren Kollegen hier abstoßen. Um nochmal auf den Verein zurückzukommen, ich hasse... Oh! Shadow. Geil. Also ein Shadow kann man auf jeden Fall auch gut mitnehmen. Ich weiß gar nicht, der kostet mindestens 5000 im Moment. Aber den behalten wir. Den kann man immer ganz gut auf die eigenen Spieler kloppen. So, dritter Versuch. Ich hasse es, wenn im Verein so viel Müll ist und alles Mögliche sich da einsammelt oder ansammelt. Heißt, ich misste alle paar Tage eigentlich den Verein aus oder alle paar Wochen. Hab das jetzt gemacht und ganz schön viele Upgrade-SBCs gemacht, dass ich wirklich nur noch am Ende kaum Spieler im Verein hatte. Dazu mache ich auch am Wochenende nochmal ein Video. Ich glaube, ich habe an die 100 Packs geupgradet. Und es war schon, die ein oder andere gute und spielbare Karte dabei. So viel möchte ich schon mal verraten, aber mehr gibt es dann im Video, was jetzt in 1, 2, maximal 3 Tagen rauskommt. Oh, Proms. Proms. Ist auch okay. 1000 Münzen nehmen wir gerne mit. Den Schmutz wieder weg und weiter geht's. Bisher war jetzt nicht so wirklich was Gutes dabei. Da darf EA noch mal ein bisschen spendabler sein. Van Dijk Inform wäre natürlich richtig, richtig geil. Wobei ich sagen muss, ich habe ja vor 3, 4 Wochen schon untradable Van Dijk gezogen. Den spiele ich auch in meinem Main Team. Und es wäre jetzt einfach schon ziemlich, ziemlich krass, innerhalb von einem Monat 2 Van Dijk zu ziehen. Da würde ich doch lieber einen Messi nehmen. Entschuldigung. So, wieder nix dabei. Ja. Ihr hört's an meiner Stimme. Begeisterung hört sich anders an. Da bin ich auch relativ froh, nicht so ein Weekend League Schwitzer zu sein, der wirklich mit vollem Körpereinsatz zockt, sich dann in die Elite zu kämpfen und dann so einen Schmutz zu ziehen. Das muss ein echt schäbiges Gefühl sein. Also ich spiele Weekend League immer total auf entspannt. Guck, was am Ende bei rumkommt. Silber 1 ist mein Mindestziel, sage ich mal. Damit bei den Player-Picks nach oben hin alles offen ist. Aber ansonsten von den Packs her, Leute. Oh, Pepe, auch ganz gut. Ein paar Coins ist dann noch wert. Kann man auf jeden Fall auch spielen. Ja, zu den Packs nochmal. Ich merke da keinen großen Unterschied. Also ich habe mir heute auch schon ein paar Videos angeguckt von anderen YouTubern, was sie da gezogen haben und auch Livestreams, was gezogen wurde von anderen Spielern. Und ich sehe da eigentlich jetzt keinen relativ großen Unterschied. Also ich finde, es lohnt sich nicht, bis Elite hochzuschwitzen. Ganz ehrlich. Dann macht euch lieber ein entspanntes Wochenende, habt Spaß beim Zocken und ärgert euch nicht zu viel, wenn ihr mal ein Spiel verliert. Ist besser für die Nerven und auch besser für die Controller bei dem einen oder anderen. Von daher, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Reward ihr so erreicht und ob ihr die Weekend League noch so mega ernst nehmt, weil ich finde, da kann man sich nicht mehr wirklich mit den anderen messen dran. Also ich habe auch das Gefühl, teilweise steht schon vor dem Spiel fest, wer gewinnt. Also ich habe so das ein oder andere Spiel, ganz ehrlich, da treffe ich 5 oder 6 Mal Aluminium, was eigentlich nicht geht. Hab 10 Schüsse gefühlt aufs Tor. Keiner geht rein. Der Gegner hat 2 Schüsse aufs Tor und davon sind 5 drin.
Also, was wollt ihr mir da erzählen, ihr? Ohne Spaß. Naja, ihr könnt ja mal eure Erfahrung gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht wie ich. Wäre auf jeden Fall eine coole Aktion. Ah, Khedira haben wir schon im Verein. Müssen wir leider abstoßen. Wobei, was heißt leider, ist auch egal. Letztes Pack. Vielleicht ist da ja nochmal was drin. Na, sieht scheiße aus. Entschuldigung. Boah, ey. Das ist richtig Schmutz. Aber okay, nicht drüber aufregen. Wir haben jetzt wieder ein paar Spieler im Verein. Ja, weg mit euch. Und ich würde sagen, Leute, für heute war es das. Wie gesagt, in 1, 2, maximal 3 Tagen kommt nochmal das Video zu den ja fast 100 Upgrade-SBCs. Würde ich mich freuen, wenn ihr da nochmal reinschaut. Ansonsten würde ich sagen, Leute, ich bin raus. Haut rein. Ciao.